So, hallo und herzlich willkommen. Heute fangen wir mit der Spieleserie an, die ich vielleicht schon ein paar Mal erwähnt habe. Und ich habe mich jetzt entschieden, dass wir für das erste von diesen Mini-Projekten einen 2D-Space-Shooter machen. Einerseits, weil man da nur sehr wenig Assets für braucht. Andererseits, weil das auch das allererste ist, womit ich in der Uni angefangen habe. Und das habe ich damals eigentlich ganz gut verstanden können. Und da kann man ganz, ganz viele verschiedene Sachen vorführen und zeigen, wie man das am besten macht. In dem Video werde ich jetzt nochmal kurz so Vorbereitungssachen ansprechen, was ihr alles braucht. Ihr braucht auf jeden Fall Unity, solange das Version 5. Irgendwas ist, 5.2 wäre noch besser. Also am allerbesten ist natürlich einfach die neueste Version. Dann braucht ihr irgendeine IDE. Ich selbst verwende Visual Studio, das gibt es mittlerweile in der 2015er Community-Version. Das hat eigentlich alle Features, die ihr braucht und ist kostenlos. Ansonsten, wenn ihr Unity zum ersten Mal hochfährt, wird das so aussehen. Das mag ich aber nicht so gerne. Bei mir sieht das dann immer so aus. Da müsst ihr hier oben auf diesen Layout-Knopf und dann 2x3 drücken. Ich mache dann immer noch diesen extra Reiter weg, weil den will ich nicht. Genau, und ansonsten können wir heute noch mal ein bisschen ein paar Ordner erstellen, die wir dann später brauchen werden. Einfach nur, dass es ein bisschen geordneter ist. Einen für Texturen, einen für Materialien. Dann brauchen wir noch Prefabs, Scripts, Scenes. Und das werden wir dann später erweitern, wenn wir noch irgendwelche anderen Sachen brauchen, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Ansonsten, ich habe schon oft erwähnt, bei Open Game Art gibt es super viele kostenlose Assets, die ihr bei manchen sogar für kommerzielle Sachen verwenden könnt. Ich verwende, also wenn ich irgendwelche Assets verwende, dann werde ich die immer in den YouTube-Videos in der Beschreibung einen Link zur Open Game Art hinschreiben, wo ihr die kriegt. Und wir verwenden jetzt für die hier einfach so ein paar Raumschiffe. Und die könnt ihr hier einfach reinkopieren oder ihr könnt ihr auch über Drag and Drop reinziehen. Wichtig ist nur, dass ihr die alle mal markiert und auf Point drückt, weil sonst werden die gefiltert und dann sind die verschwommen. Und Apply drücken. Und ansonsten habe ich hier nur so einen Pixel, der ein bisschen leuchtet. Ihr könnt auch einen machen, der nicht so leuchtet. Den habe ich in Photoshop kurz erstellt. Den brauchen wir dann später für Partikeleffekte. Genau. Und das war es dann eigentlich schon an Vorbereitung. Dann können wir im nächsten Video gleich loslegen. Vielen Dank fürs Zuhören.